Wir definieren uns jetzt eine weitere Struktur. Und zwar, irgendwann bei algebraischen Strukturen wird es langweilig, wenn man sich nur mit einer Operation befasst. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal eine Menge und zwei Operationen. Okay? Und zwar definieren wir uns jetzt mal folgende Struktur. Ring. Vorhin hat man Gruppe gehabt, Halbgruppe. Jetzt gehen wir zu den Ringen. Eine Struktur. R. Mit einer Operation und mit einer weiteren Operation, wobei man die häufig eben als Addition und Multiplikation auffasst, ja? Heißt Ring, genau dann, wenn die folgenden Axiome erfüllt sind. Erstens, was muss erfüllt sein? Ich nehme die Menge R und die erste Operation, die additiv geschrieben wird hier, und verlange R mit dieser Operation ist eine kommutative Gruppe. Also wenn ich R mit der ersten, wenn ich diese Menge R nehme mit der ersten Operation, habe ich eine kommutative Gruppe. Außerdem verlange ich, wenn ich R nehme mit der zweiten Operation, dann habe ich eine Halbgruppe. Und dann verlange ich noch drittens, es muss das Distributivgesetz gelten. Das kann man auch anders bezeichnen mit Dis. Es gilt das Distributivgesetz. Ich habe jetzt zwei Operationen, Mal und Plus, wenn man so will, Multiplikation, Addition oder Operation 1, Operation 2. Ich kann diese oder ich muss diese beiden Operationen distributiv miteinander verbinden können, und zwar in der folgenden Weise, dass für alle A, B und C aus R folgendes gilt: A mal B plus C ist gleich A mal B plus A mal C. Und da bei der Multiplikation, bei der Halbgruppe keine Kommutativität gefordert ist, muss es auch andersrum gelten. Also B plus C mal A ist gleich B mal A plus C mal A. So. So. Das heißt, ein Ring ist eine Menge mit zwei Operationen, für die diese Axiome erfüllt sind. Die Menge mit der einen Operation ist eine kommutative Gruppe, Menge mit der anderen Operation ist eine Halbgruppe und beide Operationen müssen derart distributiv miteinander verbunden sein. So. Jetzt gilt Folgendes. Wenn ich die Restklassenmenge habe, Zm, mit der Restklassenaddition oder Restklassenmultiplikation. Überprüfen wir mal, ob das ein Ring ist. Also, Zm mit der Addition, haben wir festgestellt, ist eine kommutative Gruppe. Zm mit der Multiplikation, haben wir festgestellt, das ist eine Halbgruppe. Und ich garantiere Ihnen, Sie können mit derselben Art und Weise, wie wir oben die ganzen Beweise geführt haben, zeigen, dass das Distributivgesetz gilt. Das heißt, Zm mit Addition und Multiplikation ist ein Ring. Man spricht vom Restklassenring, wenn ich diese beiden Operationen berücksichtige.
Wenn bei einem Ring die zweite Operation auch noch kommutativ ist, ja, wenn für die Multiplikation auch die Kommutativität gilt, spricht man von einem kommutativen Ring. Die erste Operation muss immer kommutativ sein, die Addition. Die zweite Operation muss nicht unbedingt, aber wenn es ist, dann ist es ein kommutativer Ring. Und wenn es hierfür sogar ein Neutralelement gibt, dann spricht man von einem kommutativen Ring mit 1-Element. Ja? Weil es für die Multiplikation auch ein Neutralelement gibt. Hierfür gibt es aber nicht notwendigerweise Inverse. Das ist der Unterschied sozusagen, das ist das, was fehlt. Ja? Das bedeutet aber, Zm mit der Addition und der Multiplikation ist ein kommutativer Ring mit 1-Element. Das Einzige, was verletzt ist im Allgemeinen, ist, es gibt bei der Multiplikation nicht zu jedem Element ein Inverses. Okay, Hausaufgabe für Sie bis nächste Woche. Beweisen Sie das. Ähnlich wie da oben, kriegen Sie hin und beweisen Sie, dass Zm mit der Restklassenaddition und Multiplikation ein kommutativer Ring mit 1-Element ist. Der Witz ist, dass 1 und 2 haben Sie schon bewiesen. Okay, es fehlt noch das Distributivgesetz. Okay, bis nächste Woche.